Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games on Playtime. Heute mit einem kurzen DLC-Check. Wir gucken uns nämlich den ersten kostenlosen Download-Inhalt für Star Wars Battlefront an, namentlich Schlacht von Jakku. Schlacht von Jakku spielt 200 Jahre nach den Geschehnissen von Star Wars die Rückkehr der Jedi-Ritter, also quasi den letzten Kinofilm, wenn man es so nehmen möchte. Ja, also von der alten Trilogie, hier Episode 6. Schlacht von Jakku, das ist, ich habe es bereits erwähnt, ein kostenloser Download-Inhalt, der ab 1. Dezember oder seit 1. Dezember für alle Vorbesteller zum Download bereitsteht. Alle anderen bekommen diesen DLC am 8. Dezember. Also sprich, Vorbesteller haben eine Woche diese Map, können diese Map eine Woche früher spielen. Ist jetzt nicht schlimm, also ich glaube, die Woche kann man überleben. Grundsätzlich finde ich es auch gut und wichtig, dass EA und DICE kostenlose Maps nachliefern, denn die Release-Version oder die Verkaufsversion von Star Wars Battlefront ist von Umfang her sehr mager. Ich habe sie im schriftlichen Bericht und auch im Testvideo erwähnt. Gerade mal 4 Maps gibt es. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass da neue Maps kommen. Man muss aber dazu erwähnen, dass Schlacht von Jakku jetzt kein klassischer DLC ist, so wie die Inhalte, die es dann mit den Season Pass geben wird. Also die großen DLCs, die werden nach wie vor Geld kosten. Die sind auch in Season Pass drin, da sind neue Fahrzeuge drin, neue Spielmodi, auch neue Maps. Aber EA und DICE werden nach und nach immer so ein paar kleine Sachen kostenlos veröffentlichen. Ob da auch in Zukunft neue Maps dabei sein werden, mal abwarten. Ja, Schlacht von Jakku. Ich habe ein paar Videoaufnahmen dazu gemacht, wie immer. Möchte dann vielleicht auch noch kurz zur Erklärung, es gibt Schlacht von Jakku, gibt es jetzt eben für fast alle Modi, kann man die jetzt eben spielen. Ich zeige euch hier auch gleichzeitig den neuen Spielmodi Wendepunkt, heißt der. Wendepunkt funktioniert im Prinzip so, da kann ich auch einfach schon mal Play drücken. Dauert sowieso eine Zeit lang, aber ich spule da vielleicht ein bisschen vor im Video. Wendepunkt, man sieht es hier, ich spiele gerade auf der Seite des Imperiums und meine Aufgabe ist es hier, ihr seht es hier, diese 3 blauen Punkte, die muss ich verteidigen und die Rebellen versuchen wiederum diese Verteidigungspunkte einzunehmen. Das Interessante hierbei ist, dass das Ganze wellenmäßig abläuft. Ihr seht zunächst einmal hier oben einen Timer ablaufen, ja, der tickt von 6 Minuten runter langsam. Und in dieser Zeit müssen die Rebellen einen dieser 3 Punkte einnehmen. Ja. Interessant ist hierbei, wenn ein Punkt eingenommen wird, erstens mal wird das mir signalisiert als Imperialist, also wenn ich auf der Seite der Bösen bin, wird mir das angezeigt. Man sieht es hier gerade rechts ganz kurz, hat man gesehen X1, da weiß man, eine Person oder ein Gegner versucht diesen Punkt einzunehmen. Und ihr seht ebenfalls, dass von diesem blauen Kreis ein bisschen was jetzt rot geworden ist. Es ist nämlich so, man kann diese Punkte nicht mehr zurückerobern, als wenn man auf der Seite des Imperiums spielt. Ja? Also wenn der Punkt mal verloren hat, Energie ist, nennen wir es einfach mal so, dann kann ich das auch nicht mehr zurückerobern. Ja? Jetzt sieht man auch, wir laufen jetzt auch alle schnurstracks rüber, weil wir Angst haben, dass die Rebellen diesen Punkt einnehmen werden. Das ist ein sehr witziger Modus, denn wenn jetzt zum Beispiel die Rebellen einen dieser Punkte einnehmen würden, dann würden sie automatisch eine Zeit gutgeschrieben bekommen und sie müssten wieder weitere Punkte einnehmen. Das heißt, wir werden immer weiter, wird das Imperium zurückgedrängt, im Optimalfall, wenn man auf der Seite der Rebellen steht. Wir müssen das Ganze natürlich verhindern gerade, was uns übrigens auch gelingt. Also wir kommen nicht bis zur nächsten Welle. Und das Ganze geht dann so weit, dass man dann nur noch einen einzigen Punkt als auf der Seite des Imperiums zu verteidigen hat, beziehungsweise auf Seiten der Rebellen angreifen muss. Ist ein sehr schneller, flotter Modus. Es gibt in diesem Modus keine Helden, es gibt aber Fahrzeuge. Ja, also das ist eben diese Besonderheit, wenn man eben Wendepunkt spielt. Und Wendepunkt gibt es auch derzeit wirklich nur die neue Map, die ihr eben seht. Das ist eben Schlacht von Jakku. Das ist eben die neue Map und wenn man Wendepunkt spielt, kann man auch nur diese Map spielen. Ich bin gespannt, ob es dann auch die anderen Maps mit diesem Spielmodus spielbar gibt, ja, was ich eigentlich ganz cool finden würde. Nicht irritieren lassen, ich stelle da gerade das Anti-Aliasing ein bisschen um, weil ich da nicht ganz zufrieden war mit der aktuellen Einstellung. Und
Ja, zur Map selber kann man auch ein paar Worte dazu sagen. Ihr seht es selber, also Schlaf von Jakku, das ist hier nochmal so ein, hat ein richtig großes Gefecht stattgefunden zwischen dem Imperium und den Rebellen. Man sieht es daran, Raumgleiter sind hier abgestürzt, AT-AT liegen im Sand begraben. Das Ganze spielt auf so einem wüstenähnlichen Planeten. Die Map generell ist sehr weitläufig, sehr breit. Es gibt sehr viele offene Flächen. Trotzdem haben die Entwickler immer wieder dazwischen so, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Metallschrott gesteckt, wo man sich verschanzen kann, aber grundsätzlich ist es halt eine weitläufige, große Map, ideal für Leute, die halt auch gerne snipen, muss man ganz klar sagen. Auch andere Spielmodi kann man auf der Map spielen, wie zum Beispiel, kann ich eigentlich auch mal kurz zeigen, den Walker Assault Modus, ja, oder Kampfläufer Angriff. Und auch hier nach wie vor der Klassiker, wir müssen natürlich im Fall des Imperiums diese Uplinks deaktivieren, damit die Rebellen keine Y-Wing-Bomber zur Unterstützung bekommen, um unsere AT-AT zu beschädigen oder vielleicht auch zu zerstören, ja, je nachdem, wie gut das Team ist. Ist ein sehr, auch das ein, auch sehr launig, funktioniert auch sehr gut auf der Map. Ist auch die anderen Sachen wie Dropzone etc. kann man auf dieser Map spielen. Ja, für mich das große Highlight ist sicher, was sich im Himmel abspielt. Man sieht es hier gerade sehr schön. Ja, hier kämpfen die ganzen Sternenkreuzer des Imperiums gegen die Rebellen, ja, oder gegen eine Rebellenarmada. Das sieht verdammt geil aus. Macht einiges her. Und man, ja, es passiert halt was. Ja, also, das finde ich halt eben dieses Tolle. Ja, Schlacht von Jakku, da sieht man wirklich, dass da noch eine Schlacht in Gange ist über einen. Und auch das, was am Boden liegt, ja, überall Trümmer. Wirklich gut inszeniert. Eine der schöneren Maps, muss man ganz klar sagen. Ja, also, ob es jetzt mein Favoriten-Map ist, auf jeden Fall gefällt sie mir besser als Endor, auch wenn Endor hübscher ist von der Grafik her. Ansonsten eigentlich ein ja, gelungener DLC. Sowas habe ich mir ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet von EA. Man weiß ja, dass die schon, weil eben dieser Season Pass angekündigt worden ist, bin ich davon ausgegangen, dass die nicht wirklich viel kostenlos veröffentlicht werden. Aber da habe ich mich dann doch getäuscht. Bin zuversichtlich und auch gespannt darauf, was die Entwickler und der Publisher dann noch so in absehbarer Zeit veröffentlichen. Was ich auf jeden Fall jetzt mal annehme, ist, dass jetzt der nächste Inhalt im Januar erscheinen wird und das wird definitiv ein Inhalt aus den Season Pass sein. Ja, also da kann man mal davon fix ausgehen und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was uns da dann so erwartet. Ein kurzer Eindruck von Schlacht von Jakku. Wie gesagt, steht allen Star Wars Battlefront-Spielern ab spätestens 8. Dezember kostenlos zur Verfügung. Kann man, muss man sogar herunterladen. Also man bekommt auf jeden Fall eine schöne Erweiterung. Und wir halten euch natürlich auf den Laufenden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Kommentare dürft ihr natürlich auch da lassen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch unseren Channel abonnieren. Darüber freuen wir uns natürlich auch ganz toll. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.